Mega, Leute. Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Mailteam-Kanal. Leute, wir sind unterwegs auf Erkundungstour, denn heute zu Besuch hier im Porsche-Zentrum Augsburg. Warum? Weil wir einen schicken neuen Wagen abholen und das Ganze natürlich mit euch zusammen teilen wollen. Und ich bin echt gespannt, wie die Kollegen das hier bei Porsche machen. Denn ja, auf meinen Kanälen seht ihr immer nur, wie ich in der BMW-Welt meine Fahrzeuge übergebe. Ja, ich würde sagen, wir starten auch gleich. Ich bin mega gespannt und aufgeregt und ich würde sagen, let's go. So Leute, da werden wir also hier im Porsche-Zentrum Augsburg. Ich muss echt sagen, ich bin das erste Mal hier. Sehr schön clean. Ich mag das. Richtig nice. Und ich glaube, heute startet hier ein Event wegen den ganzen Tischen. Wahrscheinlich Season Opening. Da kommen auch schon einige Classic-Fahrzeuge von Porsche. Ich bin gespannt, was wir noch nachher zu sehen bekommen. Aber jetzt erstmal zu dem Prachtstück, was hier steht. Puh, heftig. Der neue GT3 RS. Ich glaube, die ersten Fahrzeuge werden gerade ausgeliefert. Da gab es ja auch eine längere Lieferzeit und dann gab es Restriktionen zu dem Fahrzeug. Aber jetzt kommen die ersten auf die Straße und ganz ehrlich, Leute, das Teil ist doch mal eine Ansage, oder? Der schaut unfassbar sexy aus. Vor allem in der Konfiguration mit der Folie, mega. Passend zu meiner Jacke übrigens. Boah. Ich glaube, da kommt ein kleiner Carbon für euch, weil das möchte ich euch nicht vorenthalten. Der ist mega, Leute. Es geht gleich los. Unser Starverkäufer, der Herr Fischer, kommt gleich dazu. Und dann geht's auch schon zur Übergabe. Ich bin echt aufgeregt. Mega. Ja, und jetzt kommt er schon. Herr Fischer. Hi. Ich grüße Hallo. Sie. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Herzlich willkommen bei Porsche. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja. Schön habt ihr es hier. Ja, ne? Mhm. Kann sich sehen lassen. Wir sind ja relativ frisch eingezogen und fühlen uns auch super wohl. Ne? Ja, richtig, richtig schön. Und heute habt ihr hier groß was vor. Wir haben heute so einen Klassiktag. Ja, viele Oldtimer, kommen auch viele Kunden mit ihren alten Fahrzeugen. Es gibt ja eine relativ lange Historie bei Porsche und mega. Ja, wir einmal im Jahr so Seasonstart. Richtig, quasi. Genau. Wir mega. Freuen uns auf einen coolen Tag heute. Ja. Ja, aber vorher, bevor es hier dann richtig losgeht, schauen wir zu eurem Auto. Ja, ich freue mich. Es ist echt, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin das erste Mal bei einem anderen Hersteller. Ich meine, ihr wisst ja, ihr folgt mir ja schon länger und das ist für mich jetzt echt was Besonderes und deswegen bin ich auch froh, dass du dabei bist. Sehr gerne. Dankeschön. Ich freue mich. Dann, let's go. Bitte, nimm Platz. Dankeschön. So, ja. Wir haben ein bisschen was am Papier noch zu erledigen. Jawohl. Genau, es ist eigentlich alles vorbereitet. Perfekt. Ich habe im Endeffekt hier nur zwei Fahrzeugschlüssel. Oh. Einmal den passenden Schlüsselanhänger dazu. Darf ich ihn gleich hinmachen? Oder ja, klar, gerne. Du machst dir sonst die Nägel kaputt. Dass das denn alles auch zusammenpasst. Oh, das ist mega schön. Na? Perfekt. Genau, perfekt. Wir haben den Fahrzeugschein, ein bisschen was am Unterlagen. Die Plakette können wir ja dann gleich reinkleben, oder? Die verkleben wir dann, okay, genau. Super. Rotbuch drin, Warnweste drin, Parkscheibe drin, alles, was du denn so zum Start benötigst. Mhm. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Auto, gehen wir zum oder? Auto, sehr gerne. Ich super. Pack die Unterlagen nochmal ein. Ja. So, hereinspaziert. Wow. Ja, noch sieht man ja nicht so viel, ne? Aber allein so der Raum, richtig schön, ja. Exklusiv.
Das ist für uns tatsächlich so der größte Mehrwert im neuen Gebäude, dass wir jetzt halt wirklich so einen intimen Raum haben, sage ich mal, um die Fahrzeuge auch Gebühren zu übergeben. Ja, hat man ein bisschen Ruhe, kann sich so ein bisschen drauf einstimmen quasi. Man kann es gemütlich machen, wir hätten jetzt auch hier direkt die Papiere erledigen können. Wir haben es jetzt im vorderen Bereich gemacht, aber wir haben, also das ist wirklich das, was für uns eigentlich den größten Mehrwert vom neuen Porsche-Zentrum darstellt. Ja, richtig nice. Ja. Mensch, und sind die Blumen für mich eigentlich? Die sind für dich. Cool, ich hab ja, die sind frisch. Ich habe sie jetzt nicht ins Wasser gestellt, dass du dann das Auto nicht vollsaust. Leute, ich krieg Blumen. Wow. Mensch, die sind sehr schön. Vor allem meine Lieblingsfarben. Ja, kann ich nichts für, war die Floristin. Also ich habe richtig schön. Das hast du in Auftrag gegeben. Vielen lieben Dank, gerne. Sehr, sehr nett. Lege ich mal kurz hierher. Ja, dann würde ich sagen. Team ain't taking no L's. I told him you don't wanna play us. We going out of town with a flight in the morning. Said fuck it, I'm just gonna stay up. Remember last year I told him the price, and now they all wanna pay up. They hit me now, they coming too late. All I reply is just save up. Me and my guys, we did it ourselves, so no one can say that they made us. They gave me the shit, they trying to guard me. I told him you gotta go straight up. We eating for days, I've been in. Richtig nice. Nein, super coole ist so Farbe. So ein schwarzblau, ne? Hier im Licht schon mal das Blau. In der Sonne wird es ein bisschen mehr blau, aber du hast wirklich, ich finde halt auch einen tollen Kontrast zu den Carbon-Teilen, zu den schwarzen Felgen. Mega schönes Auto. Richtig heftig. Ich glaube, es ist der schnellste SUV. Richtig, auf der Nordschleife den Urus besiegt. Das ist krass, Leute, ist ein Biturbo V8 mit 640 PS. Von 0 auf 100 geht das Ding in 3,3 Sekunden. 3,3? Das ist krass. Bei dem Gewicht, ne? Das ist echt heftig. Ja. Heftig, heftig. Und der ist ja so quasi Serie, ne? Mit den Felgen, 22 Zoll. Komplett Serie bestellt, serienmäßig auch mit der Keramikbremse. Genau, Carbon-Dach. Richtig, richtig schön. Heftig von der Front auch. Also ich sag's euch ehrlich, da macht man gern Platz auf der linken Spur. Wahnsinn. Ah, der hat auch hier die Radarsensoren. Das heißt, der hat dann Abstandsregler alles drin, ne? Mega. Ja, alles, was so auch für die entspannte Fahrt auf der Landstrecke notwendig ist, wenn man es denn haben möchte. Richtig cool. Der hat auch serienmäßig Carbon, Außenspiegel, Carbon Dach quasi. Genau, ne? Also optional zu bestellen, aber werkseitig alles denn im Endeffekt verbaut. Nichts gebastelt, sondern das ist alles so zu bekommen. Und was mich so fasziniert hat, man kann den Vordersitz einfach 18 Mal verstellen. Ne? 18 Wege Sitze. 18 Wege. Richtig. Also, auch wenn ich mal keine hohen Schuhe trage, kann ich bestimmt gut. Mega. Der ist so clean im Innenraum. Boah, der ist echt mega. Richtig, richtig schön. Auch mit den gelben Akzenten hier. Passend zu den Bremsen. Ich finde auch A mit den Bremsen, B, gelb und blau passt immer. Ja. Das ist wirklich eine super coole Konfiguration. Das war ja ein Lagerwagen. Das war ein Lagerwagen. Das heißt, einer von euch hat den so konfiguriert, ne? Leider nicht. Ja, ich wollte gerade Lob aussprechen. Nein. Sehr harmonisch. Das nehme ich gern an, wäre aber nicht gerechtfertigt. Richtig, richtig schön. So Leute, was aus einem V8 Biturbo an Sound kommt, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen kommt jetzt ein Soundcheck. Let's go. Dann, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem neuen Auto. Vielen Dank. Gute Fahrt. Dankeschön. Hab Spaß. Und genießt es. Alles klar. Ich mach die Danke Tonne dir. Auf. Gerne. Bis dann. Ciao. Aua. So
Leute, das war Part 1 von unserer Porsche-Auslieferung und morgen geht's mit Porsche auf die Rennstrecke. Und ja, ich bin mega gespannt und ich freue mich sehr. Also mehr kommt morgen. Tschüss. Ciao. Tschüss, danke schön. Okay. Ciao. Ich meine, kann ich das? Aber egal. Ich bin wieder. Ich hoffe auch. Dankeschön. Ciao. Es war scheiße.